Dafür noch 25 EP. Stimmt. Ich bin's bloß. Da war der Sprung doch mal ganz nett gewesen gerade, ne? Hat ihn überrascht, würde ich sagen. Ja, der war schon recht schockiert von meiner Anwesenheit. Haha. Schwaches Geistchen, du. So. Das gefällt mir doch schon eher. Fusch. Ach, da habe ich nicht durchgehuscht. Moment. Da war schon wieder zu. Aber es sieht fast so aus, als wäre das wieder der Eintritt da rein. Aber das ist von der anderen Seite ja auch zu, das Ding. Komme ich über diesen Weg da oben ran? Ne, hier ist überhaupt nichts. Vielleicht doch. Irgendwie hier? Müsst ihr hinkommen, ne? Und hier war ich auch vielleicht noch gar nicht, aber... Es geht hier nicht weiter in irgendeine Richtung. Hier ist Ende. Tja. Aufmachen. Ne, das muss dann wahrscheinlich irgendwann aufzuschließen gehen, das Ganze, von hier aus. Ich sehe nicht, wie ich da sonst hinkomme. Da ganz oben vielleicht? Keine Ahnung. Gehen wir weiter. Ich will auch immer noch rausfinden, wie ich hier in diesen Unterschlupf reinkomme. Es muss doch irgendwo einen Zugang geben. Rechts von mir. Das ist auch noch was, was zu ist? Okay. Da lang erstmal. Ich muss da doch irgendwie reinkommen. Von der hinteren Seite. Kenn ich dich? Ach, du bist der. Warte, bist bin ich. Bin ich nicht. Aber. Good evening, Mr. Petrescu. What are you doing here? I could ask you the exact same question, Mr. Könntest du, aber ich bin zuerst dran. Leave me alone. Nein, mach ich nicht. Oha. I heard what happened to Nurse Crane. Ja, was denn überhaupt? How do you feel, Mr. Petrescu? Everything was going well until you arrived. Dorothea helped people and will be sorely missed. Warum ist sie? Ich habe keine Ahnung. I regret it too. I wish she'd continued working at the Pembroke Hospital. She was a good nurse. Ja, lügt doch nicht. So you put an end to the operation. Did you put an end to Dorothea as well? You seem to have a lot on your chest, sir. What's wrong? I heard you are a famous surgeon. Ja. Tell me, what did you do to Dorothea? Ich weiß es selber nicht. She was so bright. So ich dachte, ich habe sie überzeugt, Dinge nicht zu tun, aber... You made her an empty shell. I didn't use drugs or medical trickery, Mr. Petrescu. All I did was talk to Nurse Crane. Ja, und wie I du. I promise you. But what happened to her then? After you left, she did not even recognize me. Then she got careless and sick. And I had to flee. To flee auch noch. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Wieso ist sie denn so? Ich wollte die doch eigentlich... bloß davon überzeugen, dass sie so nicht weitermachen kann, aber ich hab die doch nicht... Ah, das verstehe ich nicht. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. Das hatten wir doch schon mal. Sehr bekannt vor jetzt gerade. Noch was Neues? What do you plan to do now that Nurse Crane... Wo ist sie denn hin? Ich hab... I'm not sure. Ich verstehe es nicht. Men came to see me after Dorothea's death with strange weapons and very odd stories. Also ich werde nochmal auf jeden Fall mir selbst meine Let's Play-Folge angucken, wo ich sie was auch immer, was ich mit ihr gemacht habe, um rauszufinden, was ich mit ihr gemacht habe und was die Optionen mal gewesen sind damals. Das habe ich so genau nicht mehr im Kopf. Ich muss jetzt echt rausfinden, das ist merkwürdig. Es stört mich. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Mr. Doctor. Vampires. Vampires. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true,
Maybe I have found myself another cause. Okay. Da haben wir noch was. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Naja. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Ja, aber ihr habt doch... Also, ihr wollt doch... Mann! Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. Versuch's doch, kleiner Mann. Dann wirst du aber mesmeriert. Geht nämlich. Ich wäre fast schon eine Lösung für ihn eigentlich, ne? Das zu tun. Ist mal so ganz im Ernst. Goodbye, Mister. Warte, wo bin ich jetzt? Da. Neue Ereignisse. Also wahrscheinlich sind dann... Moment. Ach, hier ist der Unter... Schlupf. War das immer schon da? Das kann ich doch nicht übersehen haben. Oder doch? Das gibt's ja gar nicht. Oh, blutig. Hier war ich noch nie drin. Das ist ja ein Ding. Hm. Das ist der Unterschlupf dann. Also das obere Teil davon, dann nehme ich an. Sehr, sehr faszinierend. Das habe ich nie gesehen. Auf meiner Suche. Ach komm. Das glaube ich nicht. Vor allem, ich finde es lustig, man kann reingucken in jedes Haus irgendwie, man kann aber nicht rausgucken. Und draußen sehen, was da los ist. Obwohl das draußen, was da ist, ja eigentlich komplett fertig gerendert ist. Man muss nur die Ansicht ein bisschen drehen. Warte, da war noch was gewesen. Aha. Push. Hier bin ich jetzt sicher, weil niemand, außer Vampir, diese Hürde überbrücken kann. Jawohl. Niemand. Da, freigeschaltet. Stand schon mal da, aber diesmal stimmt's wirklich. Mann. Cool. Jetzt komme ich endlich hier rein und raus, wie ich möchte. Das freut mich doch. Vampire! Blitz und Blaps. Ist das die Rückseite, oder? Nee, doch, ist vorne. Da kann mich nie rein, weil die Tür nicht ist. Ist unglaublich. Das ist doch unglaublich. Dead Inside. Ja, das hätte man echt rausfinden können. Da fällt mir gerade ein. Ich gehe da mal da rein eben. Wusch. Wusch, habe ich gesagt. Da waren ja zwei Türen. Vielleicht komme ich über die andere Tür ungefähr da raus, wo ich eben nicht reinkam. Auf der anderen Seite nämlich. Ist ja vielleicht der Zugang zum gleichen Versteck tatsächlich. Das würde ich gerne mal rausfinden eben. Bevor ich was anderes tue. Oder aber... Ja, toller Unterschlupf. So sicher auf einmal fühle ich mich hier. Mensch. Was, wieso wechselst du? Was zum... Ich wollte doch keine Pistole haben. Mensch. Weg mit der Pistole. Wenn ich das C gedrückt habe irgendwann, was soll denn das? Aber kommt hin, ne? Das müsste vielleicht da sein. Guck einer an. Sogar ein Sammelobjekt. Oh. Ich leg drauf, passiert nichts. Mal mit Blut. Blut als Sucht, das war's, glaube ich. Blut als Sucht. Vampire trinken Blut. Diese finstere Besonderheit ist womöglich die bedeutendste Errungenschaft ihres Eigenschaft ihres Zustandes, wenn ich das so sagen darf. Ich sehe darin jedoch nicht das wichtigste Charakteristikum ihrer Ernährung. Seit ich sie studiere, hat mich fasziniert, wie sie dieses unumgängliche Verlangen nach Blut ertragen. Sie wollen es mehr als alles andere und dieser Drang lässt sie sogar leichtsinnig werden. Wenn sie es trinken, scheinen sie eine Art kurzen Trancezustand zu erleben. Eine ekstatische Erleuchtung, wie mir einst ein Vulkot in Moskau verriet. Ach, der Vulkot spricht mit Menschen? Interessant.
Dies ist der entscheidende Schritt zum Verständnis des Daseins und der Natur von Vampiren. Sie trinken nicht, um zu überleben, sondern weil sie es berauscht. Jeder einzelne Vampir ist süchtig nach Blut. Es ist Teil ihres ureigenen Wesens und jene unter den Unsterblichen, die sich willentlich weigern, ihrem Durst nachzugeben, werden doch nie völlig von der Sucht befreit. Aus Die Enthüllung der Nacht von Asha Talltree, Primas von St. Paulus. Das ist sehr interessant, denn es sagt mir jetzt tatsächlich, dass Vampire kein Blut brauchen in dieser ganzen Inkarnation. Dass sie einfach nur die Sucht nach Blut haben, aber keineswegs irgendwie trinken müssen zum Überleben. Interessant. Und noch interessanter ist echt, dass jetzt dieser Vulkott erwähnt wird. Dann hätte ich nicht eben gerade erst noch die Story gehabt mit dem Vulkott. Ich meine, ich hätte hier schon viel früher reingehen können, theoretisch. Hätte ich keine Ahnung, was ein Vulkott sein soll. Ich hätte mich jetzt gerade natürlich gefragt, hä, was ist das? Und nun weiß ich es schon, interessanterweise. Das heißt natürlich, kann durchaus sein, dass ich vorher auch schon mal einen Vulkott irgendwo erwähnt hatte, irgendwie. Aber es auch nicht zuordnen konnte. Jetzt weiß ich ja inzwischen, was es ist, ein Vulkott. Ein Frankenstein-Vampir. Jawohl. Frankie-Pier. Franka-Pier? Frampier. Ein Frampier. Und ja, es ist, wie ich dachte, ich bin jetzt hier. Gott. Aber ich gehe jetzt diesen Weg zurück. Ich habe keinen Bock auf Ladebildschirme. Die überspringe ich ja so ganz gut. Ich muss ja sowieso in eine Richtung, von der aus ich hier ganz gut hinkomme. Lalalala. Oder auch doch nicht. Ja, ja, ich bin da. Stimmt. Wer bist du denn? Bist... Ich glaube, ihn kenne ich, oder? Mr. Bates. Ach so, der. Ach, der. Have you heard anything about Nurse Crane and her dispensary? Not really. Not really. Ich bin sicher, sie mehr wissen. A man such as yourself, knee deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to Whitechapel no more. Scared, I hear. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. Aber, Mann! Das ist ja Quatsch, das habe ich anders schon genommen. Ich wollte nicht, dass die abhaut. Ich meine, per se ist mir jetzt egal mit Schütze. Ich meine, ich will sowieso alle aussaugen zum Schluss, aber jetzt doch noch nicht. Mann. Nee, warte, ich muss... Ah, ist egal. Kein Ladebildschirm, alles in Ordnung. So, was ist hier passiert? Ich verstehe. Ihr wart das alle. So geht das aber nicht. So geht das auf keinen Fall. Ups, daneben. Ups, daneben. Ich brauch ein bisschen Blutersatz wieder, ja? Ich hab ein bisschen was Aua ausgegeben für dich, deswegen her damit. Vielen Dank. Ich muss schon hier sein gerade, oder? Wahrscheinlich oben. Ich nehme an, dass oben jetzt Spuren des Verschwindens zu finden sind. Oh. Da ist ja noch einer. Das ist wieder eine Frauenstimme. Ich weiß, dass Dolphy jetzt auch tatsächlich ein Vampir geworden ist. Ein Skull wahrscheinlich eher dann. Ich wüsste mich nicht, wieso. Ich habe sie nicht ausgesaugt, da bin ich sicher. Ey, lass das. Mist. Ah, erwischt. Sehr schön. Du auch einmal? Aua. Spinnst wohl. Haha. Pieks. Was? Widerstanden? Gibt's doch nicht. Haben wir nicht gern. Typen wie dich können wir nicht besonders gut leiden. So. Hast du gemerkt, ne? Stimmt, was ich sage. Ich sag's einfach nicht zum Spaß. Aber schon klar, dass hier sich keiner von den Leuten mehr hertraut. Ich meine. Ach, Tatsache. Aber wieso? Ich hab sie nicht gebissen. Ich hab sie nicht gebissen. Ich hab sie mesmeriert. Ich hab ihr Verstand manipuliert. Das ist das Einzige. Also warum? Warum, wieso und wessenthalben? Das muss man mir erklären.
Ich spuck Knoblauch, was? Warum spuckt die Knoblauch? Ist sie eine Vampirwaffe geworden? Also eine Anti-Vampirwaffe?